Willkommen zurück, Leute, zu Yo-Kai Watch. Wir sind auf der Suche nach ein paar weiteren Yo-Kai-Freunden und hier scheint was zu sein. Unter dem Auto vermutlich. Toll. Toll. Ich bin ja schon ein bisschen länger auf der Suche nach fucking Yo-Kais und das gestaltete sich als gar nicht mal so einfach. Mein Gott. Junge. So simpel. Es ist übrigens jetzt Yo-Kai Watch Release heute. Und das bedeutet, ich kann jetzt Parts bringen. Und jetzt geht's los mit Yo-Kai Watch, ne? Dem Let's Play, so richtig. Und ich würde sagen: Kampf. Ultiseel. Bist du noch nicht bereit? Du bist bereit. Warum ist er nicht bereit? Weiß es nicht genau. Ich hoffe nur, wir gehen nicht down. Die Miesmücke. Die Miesmücke hat ein bisschen. Ist ein bisschen knapp dabei. Ach, jetzt sehe ich das erst. Die haben da eine Anzeige dran. Ab wann die das benutzen können. Ach so. Okay. Jetzt können wir nur hoffen, dass er sich uns anschließt direkt. Wenn nicht, wäre schade. Man sieht eventuell auch schon, ich habe halt echt ein bisschen gespielt. Und er kommt dazu. Wie super ist das denn? Simpel nähert sich dir. Lass mich dein Schattenmann sein. Mit Simpel anfreunden? Unbedingt. Ich will den unbedingt. Simpel. Der simple Babe. Ja, dem möchte ich sogar einen Namen geben, ausnahmsweise. Simpel Maeve passt nicht. Dann nennen wir ihn nur Maeve. Maeve kriegt die besondere Ehre hier einmal. Lassen wir einen Namen vergeben. Denn, ja, es ist der glatte, simple Maeve, ne? Wer ist Maeve? Einer von den Bash Bros. So. Er ist ziemlich einfach. Deswegen passt es jetzt. Maeve wurde dem Yo-Kai-Medaillon hinzugefügt. Wundervoll. Ich bin begeistert. Ja, Yo-Kai Watch ab jetzt täglich, ne? Wisst Bescheid. Weil es haben ja schon viele und oft gefragt. Wann geht's weiter, Wollo? Jetzt. Zum Release. Wundervoll. Dann lasst uns schauen, wo wir den nächsten geilen Yo-Kai finden. Denn wir brauchen ja noch ein paar. Ansonsten können wir das dicke Monster ja nicht besiegen. Schlägt zumindest was aus, ne? Das bedeutet, hier wird irgendwo in irgendeinem Baum was sein. Aber eventuell auch nicht. Können wir nicht eigentlich auch Whisper für uns kämpfen lassen? Wäre das nicht mal voll die Ansage? Hier. Er muss hier sein. Hallo, Ada. Und es ist auch ein neues Yo-Kai. Bedeutet, mit ein bisschen Glück. Mit ein bisschen Glück können wir das auch bekommen. Also ich habe auf jeden Fall auch schon gesehen, dass wir Yo-Kais nicht bekommen haben. Egal, ob ich denen was zu essen gegeben habe oder sonst was. Deswegen versuche ich das mit dem Essen gar nicht mehr. Muss ich sagen. Dreh das Yo-Kai-Rad, um deine kämpfenden Yo-Kai zu ändern. Sieh dir deine Gegner und Verbündeten an. Wähle die drei besten Yo-Kai. Ja, wir nehmen erstmal ihn raus, weil er hat ja gar nicht volle Energie. Und dann nehmen wir Ultiseel und drehen da mal um unser Leben. Ich habe jetzt auch endlich einen Touch-Stick am Start. Vor allem will ich auch wissen, was er kann. Ja, mach doch auch mal. Hast du das gesehen? Okay, der greift nur einen einzigen an. Ich lasse dich aber jetzt einfach mal kämpfen, ne? Ich meine, es muss ja auch nicht immer so sein, dass wir direkt alles rauskloppen, ne? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist doch nicht Sinn der Sache. Sondern einfach mal den Kampf ein bisschen genießen. Und ich genieße. Ich bin ein Genießer-Typ, auf jeden Fall. Macht euch da mal keine Sorgen. So. Er steigt auch direkt Level auf, das ist gut. 51 Cent abgegriffen. Und wir kriegen ihn! Mustanien nähert sich dir. Willst du mein Freund sein? Wenn du nein sagst, ist deine Lunge in Gefahr. Oh mein Gott. Betustadio, ja. Ja, natürlich. Jetzt habe ich ihn einfach weggedrückt. Ist doof, weil die sagen ja was, ne? Ist mir beim letzten. Ist mir im Vorfeld gar nicht so richtig aufgefallen. Und da haben wir auch
Ustania im Medaillon. Nuka-Medaille für Ustania erhalten. Haben wir jetzt genügend? Oder brauche ich noch einen? Ich glaube, brauche noch einen, ne? Du hast ein paar tolle Yokai-Medaillen, aber trotzdem. Wenn wir gegen Tristine kämpfen wollen, brauchen wir stärkere Yokai. Was ist das? Ich spüre eine starke Aura, gerade in diesem Moment. Muss ein starker Yokai ganz in der Nähe sein, aber wo? Wenn ich mich nicht täusche, kommt es von der Fischbude. Auf zur Fischbude. Fischbude. Es gibt 8 Yokai-Stämme. Jeder Stamm hat andere Stärken. Auf der Yokai-Medaille kannst du den Yokai-Stamm sehen. Der Kampf kann sich je nach Stammkombination drastisch ändern. Sprich mit dem Fischverkäufer. Ah, da haben wir wieder eine Ansage, wo wir hin sollen. Das ist gut. Okay, jetzt kommen wir auch voran. Mein Gott, beim letzten Mal. Ihr macht euch kein Bild. Aber wir heilen uns vorher. Ich denke, das kann auch nicht das Allerschlechteste sein. Ei, ei. Danke. Nee, das war's. Das ist top. Tippitoppi, auf jeden Fall. Ja, ich hatte ja auch gesagt, wir machen Yokai Watch jetzt erstmal ein bisschen längere Parts, ne? Nach den 10 Minuten Gedöns. Das wollen wir natürlich nicht. Auf gar keinen Fall. Und habt ihr eventuell, Nintendo Deutschland hat das hochgeladen, die deutsche Version des Yokai Watch Intros, und die war ganz schrecklich. Ganz schrecklich, gar nicht mal so gut. Ich meine, die englische Version, wenn ich das Spiel anschmeiße, höre ich mir die gerne an, aber... Ah, die deutsche... Hey Junge, hast du Lust auf Fisch? Wir haben eine Menge davon, du. In letzter Zeit scheint der Fischgeruch die vorbeifahrenden Autos abzulenken. Pass also auf, wenn du die Kreuzung da überquerst, ja? Oh, Wollo, du weißt, was das bedeutet? Ich wette, da ist ein Yokai am Werk. Lass uns die Kreuzung untersuchen. Vorsichtig. Okay. Wir haben... Hallo, du musst schon die Verkehrsregeln befolgen. Es tut mir leid. Eines Tages wirst du bestraft, wenn du nicht in die Regeln folgst, verstehst du? Ach so, stimmt. In Yokai Watch ist es, glaube ich, tatsächlich so. Ich sehe ihn. Ich habe einen Yokai gesehen. Da ist eins. Da ist eins. In Yokai Watch ist es tatsächlich so, dass man sich an die Verkehrsregeln scheinbar halten muss. Wenn rot ist, darfst du nicht rübergehen. Ist der Wahnsinn, oder? Ich finde auch. Hallo. Diese Katze sieht ziemlich angespannt aus. Scheint, als würde sie sich aus etwas konzentrieren. Diese Entschlossenheit. Dieser Yokai ist nicht wie die anderen, die wir bisher gesehen haben. Attacke! Ist ja gut. Es endet hier. Ja, und jetzt? Nimm das, du böse Bestie! Spüre meine Tatzen des Zorns! Okay. Okay. Kann man so machen. Schon wieder besiegt. Hey, alles okay? Ja, ich... Warte, was? Du kannst mich tatsächlich sehen? Kennst du ein Mädchen namens Amy? Amy? Ich glaube nicht. Wer ist das? Oh, naja, sie war meine Besitzerin, bevor ich zu einem Yokai wurde. Als sie noch eine normale Katze war, wurde ich von einem Laster überfahren. Meine Besitzerin, meine geliebte Amy, ich höre noch immer ihre Worte. Sie sagte, von einem Laster überfahren? Das ist so erbärmlich. Das war aber nicht nett. Naja, es ist meine eigene Schuld. Ich bin losgelaufen und wurde überfahren. Wenn ich erstmal einen Laster besiegen kann, werde ich Amy wiederfinden. Aber die anderen Yokai machen sich ständig nur über mich lustig. Einer von ihnen hat meinen kostbaren Schatz gestohlen. Mein Foto von Amy. Die haben dir dein Foto weggenommen? Ja, vielleicht bin ich ja wirklich erbärmlich. Sich über dich lustig machen und dein Foto stehlen, das ist so gemein. Wer hat dein Foto? Die nehme ich mir mal vor. Ja, wir holen es für dich zurück. Weißt du, welcher Yokai es gestohlen hat und wo er sein könnte?
Ja, seine Bande hängt normalerweise hinter der Fischbude ab. Ich traue mich nicht mehr rüber. Wir kümmern uns darum, keine Sorge. So, du solltest dich erstmal ausruhen. Oh, wie heißt du eigentlich? Mein Name ist Wollo. Erinnere mich an keine Namen von früher, außer Amy. Die Yokai nennen mich Chibanjan. Ich mag das irgendwie. Chibanjan, alles klar. Mal sehen, ob wir uns irgendwie hinter die Fischbude schleichen können. Nehmen wir dich mit? Nehmen wir dich nicht mit? Nein? Es wäre noch... Ich bin schon wieder über Rot rübergegangen. Ich achte da doch nicht drauf. Mein Gott. Das ist ja mal eine zwielichtige Ecke. Okay, lungern gerne an dunklen und verlassenen Orten wie diesem herum. Solche Gegenden eignen sich gut zum Training gegen stärkere Yokai. Aber sie verstecken sich hier nicht. Sehen sie dich, greifen sie dich an. In diesen Gegenden kannst du auch nicht auf dein Tagebuch zugreifen. Viel Spaß. Okay. Ich will ja auch die heißen Kämpfe erleben, mein Gott. Mal, was soll's denn, ne? Geben wir uns mal hier die volle Dröhnung. Hiermit? Hiermit? Mit denen? Machen wir mal. Nicht Items. Nee, 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 nee. Kampf. Wir müssen ja auch ein bisschen zusehen. Antippen, 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 antippen. Das finde ich das Schwerste. Tatsächlich. Das finde ich am allerschwierigsten. Das bringt halt fast gar nichts, ne? Das ist der Wahnsinn, wie wenig das bringt. Der Miesmücke geht mir gleich drauf. Miesmücke geht mir gleich drauf, ey. Das ist der Wahnsinn. Und du machst das. Du regelst das einfach. Du bist der Man dafür, Vincicado. Ist eh nur noch einer. Dich gar nicht benutzen brauchen. Aber ich glaube, ich behalte es dann auch. Hoffe ich zumindest. Na, guck dir das an. Amy's Mücke ist schon down. Dafür gibst du 6 popelige Erfahrungspunkte. Oh, das ist nicht gut. Ey, ist das ein Heiler? Ich glaube schon. Könnte sein. Kleine Kugel. Mhm. Wir gehen erstmal da unten hin, weil ich glaube... Watch-Siegel. Manche Teile der Stadt sind durch ein Watch-Siegel versperrt. Sollte dein Watch-Rang niedriger als das Watch-Siegel sein, hast du Pech. Hinter dem hochrangigen Watch-Siegel erwarten dich starke Yokai. Lass sie mit seinem derzeitigen Watch-Rang nicht öffnen. Ist okay. Ist vielleicht das Beste, was mir passieren kann. 10-Cent-Kaugummi. Eventuell kann ich ja mal jemanden heilen. Das wäre vielleicht so richtig gut. Was ist denn das da? Dunkler Sirup. Käfer lieben Zeug, machen leicht dann zu fangen. Essen. Hab ich nur das 10-Cent-Kaugummi. Und setze natürlich auf Vincicado ein, weil ich ein Idiot bin. Ah. Du bist wahrscheinlich der Typ. Du bist wahrscheinlich das Arschloch, oder? Hey, da ist ja das Foto. Was seid ihr denn für schräge Heinis? Du hast Chimbajans Foto. Wir sind hier, um es zurückzuholen. Das kleine Miezekänzchen hat sich also ein paar taffe Freunde besorgt, hä? Hör mal, gib mir doch einfach das Foto, ja? Es ist ihm wirklich wichtig. Das Foto gebe ich nicht her, kapiert? Muss schon drum kämpfen. Mach dich bereit, Wollo. Ja, komm, den kriegen wir wohl down, wa? Ja, lass Miesmücke einfach mal down gehen. Ist okay. Aber wir arbeiten erstmal mit Vincicado. Weil der haut ja in der Regel alles ziemlich schnell um. Das sollte auch jetzt so weitergehen. Hey, der Vincicado ist ein Traum. Der Wahnsinn. Vincicado ist echt hier... Also, ohne den wüsste ich nicht, was ich hier machen sollte. 15 Erfahrungspunkte. Die Miesmücke hat nichts bekommen, weil... Oh, und so viele 10-Cent-Kaugummis. Nice. Die Idioten. Genau diese Dinge machen mich zum Rabauken. Es ist eure Schuld. Foto von Amy. Cool. Machen die zum Rabauken?
Ist er das nicht längst? Er riecht auch so. Oh, da ist das viele Haarspray. Glaube nicht, dass er noch schlimmer werden kann, als er schon ist. Egal, lass uns dieses Foto von Amy zu Jinbachan zurückbringen. Hört sich gut an. Finde ich auch. Halt. Ich hab gesehen, was du getan hast. Ja? Was meinen Sie? Du hast gerade einen gesuchten Yokai erledigt. Einen der meistgesuchten. Einen gesuchten Yokai? Heißt das, Sie können Yokai auch sehen? Natürlich kann ich das. Ich laufe nicht hier herum, um Luft zu verhaften. Der Belzebub wurde wegen unordentlicher Schmalzlocke gesucht. Ich finde nicht, dass sein Haar unordentlich war. Ich mochte es irgendwie. Ja? Deinem Haar nach zu urteilen, könntest du auch ein Rabauke sein? Interessant. Schon mal drüber nachgedacht, verdeckt zu ermitteln? Gut, das steht also fest. Ich ernenne dich offiziell zum Yokai-Ermittler. Habe ich auch so einen Hut wie Sie? Auf keinen Fall. Aber du hast das Vergnügen, die Straßen von Yokai-Verbrechern zu säubern. Ich sehe die Flamme der Gerechtigkeit in deinen Augen. Du machst es also? Ja, vielleicht. Natürlich machen wir es. Es ist uns eine Ehre. Ich kann es nicht erwarten zu helfen. Ah, der Elan der Jugend. Du klingst fähig, als ich noch Hoffnung hatte. Vergiss nicht, der Frieden dieser Stadt liegt nun in deinen jungen Händen. Wenn du mich brauchst, ich ermittle in der Nähe des Postfilial-Schäfer. Der Postfilial-Schäfer. Wenn Yokai ein Verbrechen begangen haben, nennt man sie Yokai-Verbrecher. Lass böse Yokai nicht entwischen. Wenn du Verdächtige siehst, fange sie. Fange sie dreimal, um einen Teil eines geheimen Passworts zu erhalten. Achte darauf, ob es sich um einen Groß- oder Kleinbuchstaben handelt. What? Teile Notizen unbedingt mit Freunden, um die Passwörter zu vervollständigen. Benutze ein Passwort am zweiten Postfilialschalter in Lenzhausen-Neudorf. Na komm, es klappt nicht, bis wann du ihn bestimmten Verbrechern liefern musst. What? Nein, ich will da nicht rein. Ich will jetzt erstmal... Okay, wir wissen auf jeden Fall, in die Kanalisation können wir auch noch irgendwann. Aber ich würde Jinbachan jetzt gerne das Foto bringen, damit er wieder gute Laune hat. Ja. Es ist rot. Ich sehe dies. Jetzt muss ich den Knopf drücken. Okay. Ha! Top. Ich glaube, das gehört dir. Bereicht. Foto von Amy. Yay. Ich glaube es nicht. Wie hast du das angestellt? Nun, Diebstahl ist nicht in Ordnung. Vor allem bei etwas so Wichtigem. Danke. Das bedeutet mir so viel. Aber ich konnte es nicht selbst zurückholen. Ich bin einfach. Du bist nicht erbärmlich, okay? Also, Schwamm drüber oder so ähnlich. Ich finde dich sogar richtig toll. Ich meine, du kämpfst für ein Mädchen gegen Laster. Das würde mir im Leben nicht einfallen. Oh, danke, Wollo. Vielen, vielen Dank. Mach nur weiter so, Jinbachan. Ich werde dich anfeuern. Danke nochmal. Eines Tages werde ich einen Laster besiegen. Ich weiß es. Übrigens, wir sind jetzt Freunde. Ich werde dich nicht enttäuschen. Yay, das ist aber auch gut so. Nein, keinen Namen geben. Quatsch. Blödsinn. Namensvergabe abbrechen. Ja, bitte. Jetzt sag deinen Spruch. Eins der Siegel im Yokai-Medaillon wurde aktiviert. Das ist schon wieder diese starke Aura von vorhin. Das ist vielversprechend. Scheint, als könnte man sich auf meinen Instinkt verlassen. Diese Laster sollen sich vorsehen. Eines Tages wird er sie besiegen. Okay, Wollo, lass uns zurückgehen und gegen Tristine kämpfen. Wir haben dann noch eine Rechnung offen. Alles klar, nun, wo wir kräftige Freunde haben, fühle ich mich etwas stärker. Auf jeden Fall. Deine 6 ausgewählten Medaillen bestimmen deine Yokai-Mitkämpfer. Gehe zu Aokai im Imadamarkt, um deine Yokai-Medaillen zu wechseln. Du kannst sie auch zu Hause in deinem Zimmer im Yokai-Medaillon wechseln. Okay. Sobald du einige Medaillen hast, kannst du über ihre Platzierung nachdenken. Wähle im Menü Medaillen aus, um ihre Reihenfolge zu ändern. Yokai vom selben Stamm nebeneinander bringen dir Vorteile im Kampf. Es nennt sich eine Einheit. Einheiten mit 3 Yokai sind stärker als mit 2.
Einheit ist wichtig, um Yokai in deinem Kampf im Vorteil zu platzieren. Gut, ich würde aber gerne vorher... Vorher würde ich gerne mich hier einmal heilen. Ihr müsst doch hier sein, genau. Gut, wir heilen uns kurz. Dann gehen wir noch ans Yokai wechseln. Ist halt die Frage, ob ich, ich jetzt zur Hand gehe. Genau. Woran sehe ich denn jetzt, wer was ist? Kann ich hier gar nicht erkennen, ne? Das ist ja... Das ist ja ein Traum. Aber da kann ich sehen. Okay. Wir haben einmal Schummler nebeneinander. Grusel, Jimbajan und Yamsel müssen eigentlich nur tauschen. Sehe ich das richtig? Ja, das ist das, was wir am besten machen können. Okay. Dann machen wir das mal. Gehen wir mal zur Hand. Yamsel möchte bitte wechseln. Wenn Yoka, den du möchtest, mit Jinbajan. Ist bereits gesetzt. Ja, ich will die doch auch. Ich will sie doch verändern. Sortieren. Jetzt bin ich auf Sortieren. Moment. Also ordnen. Wahrscheinlich hiermit. Ordnen? Ah. Gut. Ja. Ja, genau so. War doch gar nicht so schwer. Das war doch gar nicht so schwer, oder? Total easy. War halt nur ein minimaler Aufwand. Ganz gering. Gut. Ja, wir sehen auf jeden Fall in diesem Spiel, muss man... Es ist was völlig Neues. Es ist was völlig Neues. Das habe ich... Viele neue Spielprinzipien. Ich glaube, ich gönne mir noch einen Kampf vorher, oder? Bevor wir gegen sie antreten. Ich denke, das macht schon Sinn. Na? Auf jeden Fall macht es Sinn. Da können wir nämlich noch mal noch ein paar Leute vielleicht noch ein Level aufsteigen. Das kann nicht ganz verkehrt sein. Ja, wir können zum Beispiel Jimbajan hier einmal seine Tatzen des Zorns mal nutzen. Okay. Brauchen wir wahrscheinlich gar nicht mehr, ne? Ah, das ist ja noch besser. Das ist ja noch besser als das von Vincicado. Ich bin begeistert. Und er ist auch schon Level 5. Ah, wir sehen zwei Levelaufstiege. Hat auf jeden Fall nochmal was gebracht. Richtig gut. Okay, auf jeden Fall straight nach Hause. Keine roten Ampeln hier auf dem Weg, ne? Nee, Gott sei Dank. Vorher nochmal heilen, denke ich, brauchen wir nicht. So, wir sind zu Hause. Aber, liebe Leute, im nächsten Part werden wir es dann angehen und gegen die gute Tristine kämpfen. Und sie erledigen, weil Jimbajan wird das schon regeln mit Vincicado zusammen. Liebe Leute, wir sehen uns. Bis dann und ciao.